Shao Kahns Niederlage hätte uns die Rettung vor der drohenden Verschmelzung des Earthrealms mit der Outworld bringen sollen. Stattdessen begann ein neuer Kampf um die Unabhängigkeit. Shinnok wird wenig erfreut sein, dass du Earthrealm nicht erobert hast. Hüte deine Zunge, Hexenmeister! Raiden! Deine Invasion ins Earthrealm verstieß gegen die Regeln des Mortal Kombat, Shao Kahn. Deine takatanische Horde wurde von den Kriegern des Lichts geschlagen. Selbst deine Verbündeten laufen dir davon. Quan Chi, Verräter! Was habt ihr getan? Earthrealm wird sich der Dunkelheit nie ergeben, Quan Chi. Jetzt sollen die ältesten Götter über dich richten. Gut pariert, Liu Kang. Gut warst eigentlich du. Ich habe nur deine eigene Kraft auf dich zurückgelenkt. Und ich habe dein Qi gespürt. Ich wusste, du bist da. Ich sollte die Fähigkeiten des Weißen Lotus nicht unterschätzen. Ich bin überrascht, dich so bald nach Shao Kahns Niederlage zu sehen. Ich bin gekommen, weil ich einem beunruhigenden Rätsel auf der Spur bin. Viele unserer Leute sind verschwunden. Einfach so, spurlos. Wenn wir weiter solche Verluste erleiden, gewinnen wir Edenia nie zurück. Auch viele vom Weißen Lotus sind verschwunden. Bei den Göttern. Was glaubst du, wer steckt dahinter? Shao Kahn ist geschlagen. Von Quan Chi heißt es, die ältesten Götter hielten ihn gefangen. Bleiben nur zwei Fraktionen, die kühn genug wären, ihren Platz einzunehmen. Die Lin Kuei und der Schwarze Drache. Genau. Wir müssen herausfinden, ob sie dahinter stecken. Sie sind aus deinem Reich. Also brauche ich deine Hilfe. Du wirst mehr brauchen als nur meine Hilfe. Wende dich an Sonya Blade. Sie weiß mehr über den Schwarzen Drachen als ich. Ich kümmere mich um Sub-Zero. Schnee. Um diese Jahreszeit? Wenn mich mein Gefühl nicht trügt? Kitana, hast du mit Sonya Blade gesprochen? Ja, anscheinend verfolgen sie Kano schon seit einer Woche. Das überrascht mich nicht. Sie meldet sich später bei dir. Ich muss zurück in die Outworld. Hast du Sub-Zero gefunden? Noch nicht, aber ich fühle, ich bin nah dran. Näher, als du denkst! Round one. Fight! Ah! 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 Ah!
Ist das also die Art der sogenannten Krieger des Lichts, ihre Feinde zu vernichten? Ihr wart es, der mich angegriffen hat, Ninja. Viele unserer Krieger sind verschwunden und jetzt weiß ich, wer sie auf dem Gewissen hat. Ich habe keinen Lin Kuei getötet. Ich habe eure Gespräche belauscht. Du und deine Spezialeinheit, Hunde, ihr wart dabei. Herauszufinden, warum auch von unseren Kameraden so viele verschwinden. Anscheinend haben wir einen gemeinsamen Feind, Sub-Zero. Die Frage ist, helft ihr uns, der Sache auf den Grund zu gehen? Woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Weil ich gerade dabei bin, euch das Leben zu retten. Was? Scorpion. Geht, schnell. Wir sehen uns später wieder. Du hast Sub-Zero entkommen lassen. Jetzt sollst du meinen Zorn spüren. Round 1. Fight. Was ist passiert? Ich fühle mich seltsam. Ich kenne diesen Trick. Mich kannst du nicht täuschen, Shang Tsung. Round 1. Fight. Come on.
Sonderbar. Wäre das Cheng Tsung, hätte er sich wieder zurückverwandelt. Seine Aura fühlt sich seltsam an. Fremd. Ich muss ihn zu den Lehrmeistern bringen. Sie werden sich auf sein Qi einstimmen und herausfinden, woher er kommt. Meister! Meister! Wo sind Sie? Warum antworten Sie nicht? Weil Sie nicht mehr am Leben sind. Cheng Tsung! Und du bald auch nicht mehr. Round one. Fight! Die ältesten Götter sollen dich ins Netherrealm verbannen für deinen Verrat, Hexenmeister. Liu Kang hier. Hier ist Sonya. Hast du Kano gefunden? Ich hatte ihn fast, aber dann verschwand er. Aber ich war nah genug, um ihn zu markieren. Ich versuche, ein Portal dahin zu öffnen, wo er jetzt ist, aber ich kann es nicht stabilisieren. Wie kommst du mit Sub-Zero voran? Die Lin Kuei haben nichts damit zu tun. Auch sie verlieren Leute. Ich glaube, es gibt eine neue Bedrohung. Ich habe mit einem Krieger gekämpft. Der sah aus wie ein roter Teufel mit einem Blitz auf der Brust. Zuerst dachte ich, es sei Cheng Tsung, der sein Aussehen verändert hat. Aber diese Möglichkeit habe ich ausgeschlossen. Das ist ein völlig anderer Krieger. Ich spüre deutlich eine Anomalität in seinem Qi. Sein Qi? Die Energie, die alles im Universum durchströmt. Seine Aura ist anders als alles, was ich kenne. Ich will versuchen, mich darauf einzustimmen. Dich einstimmen auf seine... Mach keinen Quatsch, Liu Kang. Keine Sorge. Du bist vielleicht der Champion des Mortal Kombat, aber du bist nicht unsterblich. Liu Kang, antworte! Liu Kang! Da stimmt doch irgendwas nicht. Kitana, hier ist Sonya Blade. Bitte komm! Kitana hier? Mit Liu Kang ist irgendetwas passiert. Er braucht vielleicht Hilfe. Meine Portale sind instabil. Ich darf nicht riskieren, dass ich irgendwo im Nichts lande. Kannst du zu ihm? Leider nein. Eine Krise in der Outworld nimmt meine volle Aufmerksamkeit in Anspruch. Keine Zeit für Erklärungen. Verstehe. Dann muss ich selber hin. Ich komme nach, sobald ich kann. Sonya, Ende. Wenn das Portal stabil wäre, könnte ich schnell bei Liu Kang sein. Aber die Schwankungen sind zu groß. Ich darf nicht riskieren, am falschen Ort zu landen. Oder schlimmer, etwas hierher zu bringen. Bisschen spät, sich darüber Gedanken zu machen. Wer zum Teufel... Catwoman, mein Name. Und ich muss wirklich dringend zurück nach Gotham City... Wenn du also vielleicht bitte... Sicherheitsverletzung im Portalraum. Sofortige Abriegelung initiieren. Du wirst schön hier bleiben. Heute nicht, Schätzchen. Ich habe Kopfschmerzen. Also gut. Dann muss die Katze Krallen zeigen. Round one. Fight! Ah!
flawless victory. Die Sicherheit kümmert sich um dich. Ich muss zu Liu Kang. Kein Zeichen von Liu Kang. Oder von sonst jemandem. Ich habe kein gutes Gefühl. Sonja hier. Sonja, ich bin's, Jax. Wer ist denn diese Frau? Sie nennt sich Catwoman. Ich werde sie später verhören. Im Moment gibt es andere Prioritäten. Es ist etwas geschehen. Was ist los? Ich brauche Hilfe bei der Suche nach Liu Kang. Folge meinem Signal und komm, sobald du... Baraka! Sonja! Sieh zu, dass du dich beeilst. Sonja, Ende. Jax wird dir diesmal nicht helfen. Round one. Fight. Ich weiß nicht, was Baraka im Earthrealm treibt, aber es ist verdächtig. Wenn eine neue Invasion bevorsteht, sollte Raiden es wissen. Raiden? Wo seid ihr? Möglich, dass es eine weitere Invasion Earthrealms gibt. Shao Kahn kehrt vielleicht zurück. Raiden, hört ihr mich? Raiden! Rot, mit einem Blitz auf der Brust. Das muss der Krieger sein, mit dem Liu Kang gekämpft hat. Wer bist du? Ich bin Captain Marvel. Captain? Warum bist du hier? Verwirrt. Verstehe nicht. Die Wut! Die Wut! Round one. Vielleicht jetzt ein paar Antworten. Captain, was ist passiert? Mein Ring funktioniert nicht richtig, aber ich bin gekommen, so schnell es ging. Green Lantern? Vorsicht! Die Wut! Oh. Die Wut? Ich schätze, er meint dich.
Was hast du mit ihm gemacht? Dasselbe, was ich gleich mit dir mache. Round one. Fight! Danke für deine Hilfe. Wer immer sie ist, sie wollte mich erledigen. Du siehst schlimm aus, aber was da passiert, geht uns alle an. Ich bring dich zur Raumstation. Batman und Wonder Woman sollen dich mal ansehen. Sonja, was ist passiert? Was machst du in Raidens Tempel? Als der Kontakt zu dir abbrach, wollte ich gerade... Lass mich! Hey, was ist denn los? Kano? Hab ich dich endlich gefunden! Aber was redest du denn da? Diesmal entkommst du mir nicht! Fight! Round one. Fight! Was hat das zu bedeuten? Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie hat mich angegriffen. Ich hielt dich für einen Gegner. Ich dachte, du bedrohst mich. Ich weiß nicht... Tut mir leid, Jax. Schon gut. Du scheinst ja wieder vernünftig zu sein. Vermutlich stand sie unter dem Einfluss derselben Kräfte wie Liu Kang. Liu Kang? Was ist mit dir passiert? Die Invasoren haben mich gefangen. Zum Glück hat Raiden mich befreit. Sie hatten ihn an Bord des Schiffes gebracht. Ich war auf der Suche nach euch, Raiden. Da griffen mich zwei Krieger an. Sie zogen sich auf die Raumstation zurück. Ich weiß nicht, woher diese Invasoren kommen und wer sie anführt. Aber ich weiß, es gibt eine ernste neue Bedrohung für Earthrealm. Unsere Welt verschmilzt mit einer anderen. Das fühle ich. Aber Shao Kahn ist vernichtet. Wir haben verhindert, dass die Outworld mit Earthrealm verschmilzt. Der Imperator lebt vielleicht noch. Und diese neuen Krieger könnten seine Verstärkung sein. Dann lass uns was unternehmen. Sonja, wir müssen zurück zur Basis. Von dort können wir einen Gegenangriff starten. Als ich zur Wuxi-Akademie kam, warst du schon fort. Stattdessen traf ich allerdings so einen Kerl in roten Strumpfhosen. Ich habe dafür gesorgt, dass er auf der Krankenstation landet. Dann bin ich deinem Signal zu Raidens Tempel gefolgt. Du kannst nicht einfach so losrennen, Sonja. Wir sind ein Team. Im Alleingang schaffst du es nie. Ich weiß. Werd's mir merken. Mach dich ein bisschen frisch. Ich bereite das Portal für den Sprung auf die Raumstation vor. Die kriegen gleich Besuch. Klingt wie ein Plan.
Aber ich sage dir gleich, das Portal war nicht sehr kooperativ in letzter Zeit. Na, das sehen wir gleich. Sie hat recht. Laut Locke gab es Probleme mit dem Fokus. Wahrscheinlich eine Nebenwirkung der Verschmelzung der beiden Universen. Aber die Äthermatrix scheint sich stabilisiert zu haben. Ein paar Korrekturen und es sollte klappen. Also, wer sagt's denn? Beeindruckend. Wer zur Hölle bist du? Wenn ich mich kurz vorstellen darf. Lex Luthor, sicher schon mal von mir gehört. Oder von meiner kleinen Firma, LexCorp. Hier rein kommt man nur mit einer Sondergenehmigung. Und du bist nicht auf meiner Gästeliste. Meine Techniker bei LexCorp empfingen ein massives Signal aus dieser Basis, das hochentwickelte Technologien vermuten ließ. Ich bin der zupackende Manager-Typ, also kam ich gleich selber her. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ein Teleportationsgerät. Wir sollten ins Geschäft kommen. Das ist ein Portal. Was das Geschäft betrifft, wie wär's mit einer kleinen Demonstration meiner hochentwickelten Technologie? Hände schütteln wär mir lieber, aber wenn's los. Round 1. Fight! Was ist denn hier los? Sie haben unsere Basis gefunden. Er war plötzlich hier drin. Wer ist das? Er nennt sich Lex Luthor. Hat irgendeine Firma. Benimmt sich, als wolle er die Welt regieren. Na, das hast du fürs Erste wohl verhindert. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Auf zur Raumstation. Sonja! Sonja, hörst du mich? Wir sind anscheinend an verschiedenen Stellen der Station rausgekommen. Ich muss das Portal nochmal durchchecken. Wir müssen uns treffen. Bleib, wo du bist. Ich versuche. Moment, da kommt jemand. Wir haben Captain Marvel vorübergehend in unsere Obhut genommen, Wonder Woman. So kann er sich erst einmal erholen. Danke. Wenn die Verschmelzung weitergeht, könnte sich das auf die Kräfte aller auswirken. Ich komme nach und bringe gleich unseren neuesten Gast mit. Verstanden. Sind besondere Sicherheitsvorkehrungen so... Wer so... Was sagt man dazu? Langsam wird's richtig interessant. Round 1. Fight! Sonja, Bereich gesichert. Wie sieht's bei dir aus? Alles okay. Wir müssen die Kommandozentrale finden, um diese Station...
auszuschalten. Klar. Bleib, wo du bist. Ich folge deinem Signal und komme zu dir. Du gehst nirgendwo hin. Sub-Zero? Die Herrschaften kennen sich wohl bereits. Das ist Jax, ein mächtiger Krieger, wie du bald merken wirst. Na schön, Krieger. Ich weiß nicht, was dein Universum mit meinem macht oder was du auf dieser Station treibst. Aber echte Krieger benutzen keine Feuerwaffen. Und wenn du Streit suchst, landest du gleich bei deinem Freund in einer Zelle. Round one. Fight! Sonja, du errätst nie, wen ich getroffen habe. Sub-Zero. Was macht der denn hier oben? Ich werde hier gefangen gehalten. Sieht aus, als wären wir jetzt Verbündete. Der Schein könnte leicht trügen. Schon, aber es wäre dumm, meine Hilfe abzulehnen. Was denkst du, Sonja? Sollen wir ihm trauen? Lieber ein Pakt mit dem Teufel, den man kennt, als mit einem, den man nicht kennt. Also gut, Sub-Zero. Sagt uns, was ihr wisst. Nur, dass diese Krieger anders sind als alle, die mir je begegnet sind. Ich weiß noch nicht, wer sie geschickt hat. Irgendeine Idee? Am naheliegendsten wäre die Annahme, dass Shao Kahn zurückgekehrt ist, um zu vollenden, was er begann. Mit einer neuen Armee. Jetzt muss ich jemanden finden. Ein Zauberer, der Antworten haben könnte. Zauberer? Das gefällt mir gar nicht. Ob es dir gefällt oder nicht, wir brauchen ihn. Wenn die Gefahr einer Invasion droht, weiß er meist Bescheid. Die Lin Kuei sind hier nicht willkommen. Raiden, ich bin gekommen, euch um Hilfe zu bitten. Hilfe? Und wofür? Ihr habt euch schon einmal gegen mich gewendet. Ich bin nicht mein Bruder. Aber ihr seid trotzdem ein Lin Kuei. Fight! Round one. Fight! Fight!
Ihr seid stärker als euer Bruder, aber die Verdorbenheit der Lin Kuei tragt ihr trotzdem in euch. Und darum werde ich euch... Auch die Lin Kuei haben Gründe zur Besorgnis über die neuerliche Krise. Ach ja? Die Lin Kuei handeln ausschließlich im eigenen Interesse, wie immer sich das auf Earthrealm auswirkt. Warum sollte ich euch sagen, wo Quan Chi ist? Aus demselben Grund, warum ihr meinem Bruder geholfen habt, zum Schutz Earthrealms. Diese Felsformation dort hinten, die war nicht da, bevor die Invasoren kamen. Aber sie brachte mir Erkenntnis. Earthrealm verschmilzt mit einer anderen Welt. Die Kräfte geraten in Fluss, formieren sich neu. Ich spüre es seit Shao Kahns Niederlage immer mehr. Quan Chi sah das Eindringen der anderen Welt voraus und dass ihr Champion eine schreckliche Gefahr sein würde. Und die Lin Kuei schickten euch, um diesen Champion auszuschalten? Ja. Wie diese Felsformation erschien die Festung des Kriegers in der Nähe unseres Tempels. Ich habe ihn geschwächt und im Eis eingeschlossen. Ihr habt ihn nicht geschwächt. Seine Kraft wurde weggesaugt, an andere weitergegeben. Ich muss Quan Chi finden. Er muss mir sagen, was er weiß. Nun gut, Sub-Zero. Ich zeige euch den Weg. Sucht nach Scorpion und ihr findet Quan Chi. Aber ich warne euch. Wehe, ihr missbraucht mein Vertrauen. Scorpion war hier. Ich kann es fühlen, aber er scheint nicht mehr hier zu sein. Na, das ist ja sehr interessant. Ein Maskierter in Gotham. Und so wie du aussiehst, würde ich sagen, du bist kein Held. Das sagt ja genau der Richtige. Deathstroke, der Name. Sub-Zero. Also, hinter wem bist du her? Oder suchst du nur den Kampf? Vor allem meine Ruhe. Na schön, aber ich kenne mich aus in dieser Welt und ich habe noch nie gehört von einem Sub-Zero. Ich bin nicht aus dieser Welt. Dann befindest du dich auf feindlichem Gebiet. Und ich vermute, ich habe den Feind vor mir. Schlauer Bursche. Round one. Fight! Scorpions Spur ist schwach, aber ich habe sie nicht verloren. Da entlang. Hier hat Scorpion zum ersten Mal das Reich der Sterblichen betreten. Was hat er hier gesucht? Was ist das hier? Das ist die Bathöhle. Ah.
Deine Welt dringt in meine ein und beeinflusst alles darin. So einfach kommst du mir nicht davon. Dann machen wir es einfach auf die harte Tour. Round one. Fight! Willkommen, Sub-Zero. Im Netherrealm. Quan Chi! Es hieß, die ältesten Götter hätten dich bestraft. Ich sehe es des Wort. Ich werde nicht lange hier bleiben. Ich denke, ihr kennt euch. Ihr beide habt eine blutige Vorgeschichte, soweit ich weiß. Ich will Rache für den Tod meiner Familie und meines Clans! Das war ich nicht. Wer sollte sonst gewesen sein? Scorpion! Töte ihn! Fight! Round one. Fight! Götter unterschätzen mich. Du bist frei. Die Reiche sind instabil geworden. Unsere Welt kollidiert mit einer anderen. Der Combat beschleunigt die Verschmelzung. Der heftige Kampf zwischen so erbitterten Feinden verursachte einen Riss, der meine Fesseln sprengte. Du hast uns benutzt. Ich bin ein Zauberer. Die Welt, wie wir sie kennen, ist in Gefahr. Niemand wird überleben, egal mit wem er im Bund ist. Kehrt zurück zu eurem Donnergott. Sagt ihm, wenn er sein kostbares Earthrealm retten will, muss er mit Teufeln paktieren. Geh in ihre Städte, finde die Prinzessin. Sie hat unseren Feind gesehen.
guter Gag. Die Prinzessin. Wo ist sie? Prinzessin? Hatte ich den letzten, der mich so nannte, nicht kalt gemacht? Der weiß jetzt, dass ich hier die Jokes mache. Ups. Was war das denn jetzt? Dafür bezahlst du. Bitte mir hin. Round one. Flight. Hallo, Joker. Sieht aus, als könntest du Hilfe brauchen. Ein paar Rekruten habe ich schon. Was ist? Bist du dabei? Diana, du bist zurück. Nicht für lange. Batman hat mich hergebeten. Die Erde wird gespalten. Genau wie Samus Kira. Von Kräften, die wir noch nicht verstehen. Ich bin hier, um die Amazonen für den Krieg vorzubereiten. Große Hera. Wer bist du? Und was willst du auf Themis Kira? Ich bin Scorpion. Ich suche die Prinzessin. Ich bin die Prinzessin der Erde. Sprich mit mir, Scorpion. Batman hat mir von eurem Kampf erzählt. Du bist nicht die Prinzessin, die ich suche. Du kannst hier nicht einfach herumlaufen. Aber wenn du mit mir kommst, geschieht dir nichts. Auch wenn du ein Eindringling bist. Mir kannst du nichts anhaben, aber ich werde dich lehren, was Schmerz heißt. Round one. Fight. Get over here!
Die Prinzessin ist nicht hier. Sie ist nah. Brauchst du Hilfe, Fremder? Die Prinzessin. Wenn du weißt, wo sie ist, dann führe sie zu mir. Ich nehme an, du bist nicht von hier. Trotzdem würde ich dir raten, bring dich in Sicherheit. Du solltest lieber mitkommen, zu deinem eigenen Wohl. Magie! Hexerei! Gib die Prinzessin frei! Oder stirb! Round one. Fight! Get over here! Kitana, du kommst mit mir. Ich hätte wissen sollen, dass Dark Khan einen weiteren Assassinen schickt. Dark Khan? Ich habe euren Meister gesehen. Die Zerstörung. Ich lasse nicht zu, dass er sich auf Earthrealm holt. Round one. Fight. Get over here! Dem Feind zu nahe gekommen. Die Wut hat sie fast vernichtet. Ich habe sie unter Kontrolle. Im Moment.
Was wirst du mit ihr tun? Sie töten! Sie mag den Verstand verloren haben, aber sie kann uns trotzdem nützen. Ich überlasse sie dir noch nicht, Baraka. Da kommt einer unserer Feinde. Zieht ihn ins Netherrealm, wo er schwach ist. Tötet ihn. Wenn ihr damit fertig seid, trefft mich in Raidens Himmelstempel. Es ist Zeit, die alten Rivalitäten zu vergessen. Dann habt ihr ihm geholfen zu entkommen? Das hatte ich nicht vor, ich schwöre. Ihr habt mein Vertrauen missbraucht, Sub-Zero. Er hat euch einen Gefallen getan. Kitana! Du wagst dich hierher, Hexenmeister? Nicht zum Kämpfen, das versichere ich. Weswegen dann? Von der Verschmelzung wisst ihr sicher schon. Ihre Effekte sind weitreichend. Selbst Netherrealm ist gefährdet. Mich kümmert nicht die Wüste, die du Heimat nennst. Kitana? Ihr glaubt, ihr habt das Sagen? Dass eure Verbündeten stark genug sind, um die kommende Zerstörung abzuwehren? Überdenkt eure Haltung, Gott des Donners. Kitana! Ich werde euch alle vernichten! Das ist deine Schuld, Hexenmeister. Ich habe nichts damit zu tun. Ihr Zustand zeigt nur, was uns allen droht. Es kommt noch schlimmer. Was ist denn hier los? Ich habe meine letzte Kraft verbraucht, um sie vom Zorn zu läutern. Jetzt bin ich euch ausgeliefert, Raiden. Warum hast du das getan? Um euer Vertrauen zu gewinnen. Was ist das, was uns bedroht? Vielleicht kann sie es euch zeigen. Am Anfang dachte ich, es sei der Imperator. Aber der Feind ist viel mächtiger. Dark Khan. Das Portal, das Raiden zerstörte, hat den Imperator nicht getötet. Es hat ein Monster hervorgebracht. Dark Khans Energie lässt die beiden Universen langsam aneinander schleifen. Wühlt uns auf, reizt uns zu kämpfen. Der Combat setzt die Wut frei, beschleunigt die Verschmelzung. Dann muss Dark Khan aufgehalten werden. Noch nicht. Zuerst müssen wir seine Kräfte unschädlich machen. Aber das erfordert das Undenkbare. Erbitterte Rivalen müssen zusammenstehen, um die Wut gegen den Feind zu bündeln. So soll es sein. Wir werden Dark Khans Schergen aufspüren. Wir teilen uns in Paare auf. Liu Kang wird Seite an Seite mit Shang Tsung kämpfen. Ich werde tun, was ihr befehlt, Raiden. Das könnte interessant werden. Shang Tsung und ich sind gerade in der Festung angekommen. Kein Gegner zu mit sehen. Mit deinem Mädchen kannst du später reden. Wir haben vieles zu erledigen. Besser gesagt, viele. Das letzte Mal war ich nicht stark genug. Aber auch wenn ich nicht im Vollbesitz meiner Kräfte bin, ich habe Freunde. Der Krieger, vor dem Sub-Zero uns gewarnt hat. Machen wir ihn fertig! Fight! Round one. Fight! Ramadan!
Verglichen mit deinen Lehrmeistern waren die eine echte Herausforderung. Ärgere mich nicht, Cheng Tsung. Ich hätte dich töten sollen in der Akademie. Warum hast du es nicht getan? Cheng Tsung! Das reicht jetzt! Round 1. Fight! Wie kann das sein? Du bist stärker, als du vorher warst. Ich war geschwächt beim letzten Kampf. Aber durch die Verschmelzung sind die Energien ständig im Fluss. Jetzt bin ich stark. Ich berste vor Kraft. Ich könnte dich erledigen. Warum lange reden? Handeln! Lass ihn. Er wurde besiegt. Jetzt kriegst du es mit einem tödlicheren Gegner zu tun. Round 1. Fight! Du hast ihn geschlagen, um mich zu verteidigen. Ich habe es nicht gerade genossen. Ich stehe in deiner Schuld. Spar dir deine lächerliche Dankbarkeit. Ginge es nicht um Dark Khan, würde ich dich jetzt töten. Unser Ziel ist erreicht. Gehen wir zurück zu den anderen.
Wir konnten sie auch nicht aufhalten. Sie haben uns überwältigt. Wie kann das sein? Es war der Dünne. Violett gekleidet, grüne Haare. Er ist stärker, als er aussieht. Ich habe bereits mit ihm gekämpft. Ein Narr mit verzerrtem Gesicht. Ein Clown? Ihr wurdet besiegt von einem Clown? Vielleicht ist es, wie du sagst, Cheng Tsung. Energien verlagern sich. Das Gleichgewicht ist gestört. Ich brauche deine Erklärung nicht. Und deine Zustimmung ebenso wenig. Kano, beruhige dich. Das bringt doch jetzt nichts. Du wärst mit ihm fertig geworden? Du wirst ja nicht mal mit mir fertig. Wir werden sehen. Round one. Fight! Ich würde ja liebend gern zusehen, wie ihr euch umbringt, aber es gibt Wichtigeres zu tun. Richtig. Sonja hier. Ja, hier, Jinx. Ich bin in der Basis. Schlechte Nachrichten. Sie waren in der Basis. Da war ein Kerl mit einem Exo-Anzug. Dann haben sie unser Portal benutzt. Ich glaube, sie wollen zur Outworld. Dann müssen wir auch dorthin. Wir alle wissen, worum es geht. Wenn wir versagen, überlebt keiner von uns. Dann auf zur Outworld. Was ist passiert? Das ist Outworld. Es ist schlimmer geworden. So wird es allen Reichen ergehen, wenn wir Darkhan nicht aufhalten. Da drüben, Darkhans Krieger. Ihr Anführer kommt. Ich werde mit ihm sprechen. Aber seid bereit zu kämpfen. Ich bin Superman. Wir müssen wissen, was ihr vorhabt. Ich bin Raiden, Gott des Donners. Mich begleiten die mächtigsten Krieger aller Reiche. Wir fordern euch heraus zum Mortal Kombat. Ihr werdet unterliegen. Da wäre ich nicht so sicher, Raiden. Wenn ihr kämpfen wollt, meine Freunde und ich nehmen die Herausforderung an. Liu Kang, was ist los? Ich fühle etwas. Etwas Riesiges. Es kommt näher! Dark Khan! Kameraden versuchten, sich von dem Blutrausch zu befreien.
Kahn will zu der Festung dort. Wir sollten ihm folgen. Das klingt offensichtlich. Aber da der Vorschlag von dir kommt, Cheng Zung, muss ich befürchten, dass du uns in eine Falle lockst. Ihr habt Grund, an mir zu zweifeln. Lang habe ich gegen euch gekämpft. Aber diesmal schwöre ich, kämpfe ich für euch. Nein, du bist im Bund mit Dark Khan. Du hast uns ins Verderben geführt. Erben sollen. Dann stirb auch du, Hexenmeister. Round one. Fight. Das ist das Ende, Cheng Zung. Ich werde dich töten. Raiden, halt! Cheng Zung ist diesmal nicht euer Feind. Aus dem Weg, Liu Kang! Nein, ich lasse nicht zu, dass ihr ihn tötet! Damit wendest du dich gegen Earthrealm, brichst deinen Schwur und verrätst mich. Fight! Round one. Fight! Was habe ich getan? Ihr habt wertvolle Zeit verschwendet. Wir müssen Dark Khan vernichten. Auf zu seiner Festung. Du hast recht. Aber den Kampf muss ich allein bestehen. Schließlich war mein Blitzstoß der Ursprung von Dark Khan. Seid kein Narr. Ihr habt Quan Chi gehört. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Nein. Die Wut wird uns nur gegeneinander aufbringen. Ich kämpfe allein. Aufhalten. Superman. Raiden. Deine restlichen Truppen wurden geschlagen. So wie deine. Niemand hat gesiegt. Dann hängt jetzt alles von uns ab. Das freut mich. Round one. Fight.
Verheißung! Nein, Darkhan. Du wirst die Erde nicht zerstören. Gemeinsamen Feind. Und ein gemeinsames Ziel. Steht auf! Die Schlacht ist noch nicht vorbei! Los, Feind! Gib der Wut nicht nach, Raiden! Du kannst sie überwinden! Los, bündeln wir unsere Kräfte. Was soll das werden? Wenn wir gemeinsam kämpfen, können wir seine eigene Energie gegen ihn richten. Klingt wie ein Plan. Ob gegeneinander oder gegen mich, ganz egal wie. Eins. Round one. Fight. Superman! Er ist weg. Shao Kahns Thronsaal. Die Reiche sind wiederhergestellt. Wer bist du? Ich bin Darkseid! Ich bin Gott! Wenn du wie Shao Kahn bist, findest du hier keine Zuflucht. Dein Schicksal entscheiden die ältesten Götter. Metropolis. Ein strahlendes Beispiel menschlicher Leistungsfähigkeit. Hier führten wir die letzte Schlacht gegen Darkseid und seine Paradämonen, die in den Feuergruben einer fernen Welt namens Apocalypse entsprungen waren. Aber was wie ein Sieg aussah, war erst der Anfang.
Es ist vorbei, Darkseid. Seid ihr da nicht so sicher, Kryptonier? Das hat ja ganz schön gedauert. Luther, du hast die Sicherheit der Erde für deine eigenen Vorteile gefährdet. Du hast dich mit Darkseid verbündet. Ich wollte nur das Überleben der Menschheit sichern. Für den Fall, dass ihr sogenannten Superhelden versagt. Darkseid hat schon wieder eine Schallröhre geöffnet. Er will fliehen. Es ist noch nicht vorbei, Superman. Seid ihr da nicht so sicher? Unverschämter Narr! Destabilisierst die Schallröhre! Erstaunlich, dass du uns nicht umgebracht hast. Spar dir das, Luther. Du kommst ins Gefängnis. Aber in eines, das sicherer ist als Strikers Island. Was? Keine Angst. Ich werde dir eine Zelle mit Blick auf die Erde besorgen. Erreicht uns die Nachricht, dass Superman Darkseid besiegt hat. Obwohl die Invasion praktisch vorüber ist, halten die Plünderungen noch an. Deathstroke, wie geht's? Ich weiß, es ist etwas spät, aber ich hab dein Geld. Nein, bitte nicht. Ich hab das Geld. Du hättest früher zahlen sollen, dann hättest du noch einen Kopf. Metropolis ist doch nicht dein Revier. Ich würde vorschlagen, dass du nach Keystone City zurückkehrst, bevor noch was Schlimmes passiert. Bleib ruhig unten, Deathstroke. Du marschierst ins Gefängnis. Ja. Aber nicht ohne Kampf. Round one. Fight. Test your fight. Flash und Wonder Woman, ich habe gerade 3 Runden gegen Deathstroke hinter mir. Ich sag der Polizei von Metropolis Bescheid. Ich brauche dich in Gotham. Kein Problem. Nun. Flash, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Nur etwas schwindelig. Du bist stundenlang von Stadt zu Stadt gerannt. Vergiss das mit Gotham. Ich frage Martian Manhunter. Mir geht es gut, Diana. Ich habe mich nur einen Moment komisch gefühlt. Bin jetzt auf dem Weg nach Gotham. Ein
Eine stressige Nacht für die Fledermaus und selbst sie kann nicht überall gleichzeitig sein. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Mag sein, aber dir könnte das noch einheizen. Her damit, Catwoman. Oh, geht leider nicht, Red. Ich beschütze es. Ich werde nicht schlau aus dir. Mal bist du eine Heldin und im nächsten Augenblick eine Kriminelle. Ich bin eben eine komplizierte Frau. Irgendwie habe ich keine Lust mehr, dich zu jagen. Und ich habe keine Zeit für Rechtfertigungen. Wir müssen nicht kämpfen. Oh, ich will aber. Round one. Fight! Genau deswegen mag ich euch Helden nicht. Das sollte eine hübsche Summe einbringen. Und, was hast du zu melden? Ach! Du siehst gar nicht gut aus, Mann. Ich nehme das mal. Hey! Was zum... Her mit dem Juwel! Zurück, Freak! Sie hat es genommen! Dann hast du ihr bei der Flucht geholfen. Ich mag deine Einstellung nicht. Jemand muss dir Manieren beibringen. Das wird sauer verdientes Geld für Kabor. Jetzt bin ich dran. Round one. Fight! Wer ist dieser Mann? Und was machst du in Gotham? Batman! Dieser Freak wollte mich umbringen! Jetzt zahle ich's ihm heim! Das tust du nicht. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Der Flash, den ich kenne, tötet nicht. Jetzt schon! Round one. Fight! Ah! 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 Ah!
Und ich dachte, du wärst ein Meister im Faustkampf. Bin ich auch. Was hat mich denn da getroffen? Moment mal. Bin ich in der Betthöhle? Warum hast du mich angegriffen? Hör mal, das tut mir leid. Ich weiß nicht, was los war. Ich fühlte einfach nur diese Wut. Sie überwältigte mich. Was machst du in Gotham? Wonder Woman bat mich um Hilfe und plötzlich tauchten Catwoman und dieser andere Kerl auf. Ich würde gerne einige Tests durchführen. Ich sagte doch, dass es mir... Oh nein. Ja! Was ist los? Verschwinde! Keine Kontrollen! Ja! Was ist das für Zauberei? Interessant. Sub-Zero, Feigling! Erst versteckt ihr euch hinter anderen und jetzt hinter einer Illusion? Niemand entkommt, Scorpion! Fight! Round 1. Fight! Was immer Scorpion ist, Wonder Woman. Menschlich ist er nicht. Was ist mit Flash? Ich glaube, Flash und dieses Scorpion-Wesen haben durch eine Art Teleportation die Plätze getauscht. Halte mich auf dem Laufenden. Das mache ich, Batman Ende. Noch eine Energieanomalie, ähnlich wie die von Scorpion? Mitten in Gotham. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Nein, nein, nein! Du solltest auf eine Explosion des Clowns sterben! Tut mir leid, wenn ich dir die Nacht verdorben habe, Joker. Round 1. Fight! Fight!
schon gut, ich gebe auf! Den Spruch kenne ich schon. Diese Nacht wird ja immer besser. Bleib, wo du bist. Ja, ganz bestimmt. Oh. Oh. Wer bist du? Ich bin Liu Kang. Bist du verletzt? Ich kann helfen. Ich dachte, ich hätte dich besiegt, Zauberer. Bei den ältesten Göttern. Ich werde dich fertig machen! Fight! Kein Joker und kein Scorpion. Wegen deiner kleinen Ablenkung laufen zwei tödliche Gefahren frei rum. Wenigstens du gehst nirgendwo hin. Green Lantern, hier ist Batman. Ich habe einen Gefangenen, den ich an einem sicheren Ort befragen muss. Ich brauche einen Transport zur Orbitalstation. Ich hatte Probleme mit meinem Ring. Er hat vielleicht beim Kampf mit Darkseid was abgekriegt. Aber ich sollte dich noch transportieren können. Einen Augenblick. Irgendwas an ihm ergibt keinen Sinn. Dass Scorpion von Apokalypse kommt, könnte ich ja noch glauben. Aber dieser Mann ist anders. Und du sagst, Flash war in dem gleichen psychotischen Zustand? Ich weiß nicht, aber vielleicht erleben wir hier den Beginn einer neuen Invasion. Ich überlasse die Detektivarbeit dir und suche nach Superman. Computer, vergleiche Liu Kangs Blutproben mit den Proben aller bekannten Alienrassen in unserer Datenbank. Keine Übereinstimmung gefunden. Ich muss wissen, ob wir mit weiteren Besuchern rechnen müssen. Sofort Liu Kang frei. Lass mich raten. Du kommst von dort, wo auch Liu Kang und Scorpion herkommen. Wie ist das möglich? Isolierte Rüstung. Lass Liu Kang frei. Zuerst brauche ich Antworten. Lass Liu Kang frei. Oder ich hole ihn mir. Round one. Fight! Yeah.
Schlimmer, als ich gedacht habe. Viel schlimmer. Es scheint sich um ein weltweites Phänomen zu handeln, bei dem seltsame Gebäude und Artefakte auftauchen. Aber es bleibt die Frage, wo ist Superman? Eine gute Frage. Wo bist du, Superman? Wonder Woman hier, Batman. Wir brauchen dich sofort. Ich kann Superman nicht erreichen und die Erde steht vielleicht vor einer neuen Invasion. Erzähl mir doch mal was wirklich Neues. Die Invasion hat Themis Kira erreicht. Brauchst du Hilfe? Nein, ich melde mich, wenn alles vorbei ist. Wonder Woman Ende. Verlasst diese Insel auf der Stelle oder bezahlt mit euren Leben. Ich bin Prinzessin Diana, Gesandte von Themis Kira. Ihr seid hier nicht willkommen. Ergebt euch und ihr haltet sicheres Geleit zurück in eure Welt. Anmaßende Närrin, ich bin Shang Tsung und dies ist meine Insel. Fight! Round one. Fight! Wonder Woman und Batman. Die Invasoren haben sich in den Dschungel zurückgezogen. Ich habe noch mehr schlechte Nachrichten. Die Erde ist dabei, mit einem anderen Planeten zu verschmelzen. Bei allen Göttern? Unsere Welt und die der Aliens belegen die gleiche Raumzeit. Und die Teile werden nur durch... riesige gelbe Energierisse getrennt. Ich habe sie gesehen. Wir brauchen Superman, aber niemand weiß, wo er ist. Ich durchsuche Metropolis. Darkseids Invasion hat Metropolis zerstört. Es sieht Superman gar nicht ähnlich. Große Hera! Alles in Ordnung? Lass mich helfen. Das kann nicht sein. Wir haben seine Invasion niedergeschlagen. Er wurde vernichtet. Wer? Darkseid? Ich sah ihn. Mächtiger denn je. Er hat sein Reich vernichtet. Komme ich zu spät? Hat er auch dieser Welt schon den Untergang gebracht? Wonder Woman an Orbitalstation. Ich benötige hier ein Sanitätsteam. Wir haben ein weiteres Opfer der Invasion. Komm bitte mit. Du bist in Sicherheit. Ich wurde verfolgt. Wer bist du? Niemand wird dir etwas tun. Ich bin Wonder Woman. Mich legst du nicht so leicht herein, Assassine von Outworld. Dein Meister hat dich geschickt, um mich zu erledigen. Aber das wird dein letzter Kampf. Fight! Round one. Fight! Ah!
Warte, warte! Wonder Woman, hier Batman. Superman ist nicht in Metropolis. Die Festung der Einsamkeit wurde durchbrochen. Das ist unmöglich. Superman könnte ernste Probleme haben. Und ohne ihn gilt das auch für die Erde. Bin schon unterwegs. Was hast du getan? Noch mehr. Quan Chi hatte recht. Wer bist du? Ich bin Sub-Zero. Ergib dich und dir passiert nichts. Ergeben gehört nicht zum Wortschatz der Lin Kuei. Fight! Round one. Fight! Was ist passiert? Alles in Ordnung? Etwas stimmt nicht. Seit dem Kampf gegen Darkseid schwanken meine Kräfte. Ich wollte in der Festung den Grund dafür herausfinden und plötzlich griff Sub-Zero an. Was auch immer mit mir passiert, es muss mit Magie zusammenhängen. Zum Glück bin ich nicht anfällig für Magie. Darum hat er auch bekommen, was er verdient hat. Bruce glaubt, dass er Teil einer Invasionstruppe ist. Überall auf der Welt verschwinden Helden, darunter auch Flash. Und unser Planet verschmilzt mit einem anderen, wahrscheinlich mit Apocalypse. Apocalypse? Dann ist Darkseid wieder zurück? Ich muss wieder nach Metropolis. Wir treffen uns auf der Raumstation. Sub-Zero, wer steckt hinter dieser Invasion? Ihr seid die Invasoren! Wonder Woman, hier Green Lantern. Wir haben Chaos auf der Raumstation. Captain Marvel ist ausgerastet und niemand kann ihn bändigen. Und mein Ring hat kaum noch Saft. Ich komme so schnell ich kann. Und du begleitest mich. Captain, halt! Hell! Was hast du getan? Die Wut wird uns alle verschlingen! Nicht, wenn ich es verhindern kann. Round one. Fight! Thank you.
bitte dich. Was hast du mit Green Lantern gemacht? Warum hast du ihn angegriffen? Oh, ich weiß nicht. Die Ätherkräfte sind aus dem Gleichgewicht. Verschieben sich. Ich suche die Götter, aber ich erkenne nicht, was ich sehe. Die Wut. Oh, du musst mir helfen. Ah. Du hättest ihn erledigen sollen. Eure Welt muss anders sein als unsere. Hier töten wir unsere Freunde nicht. Wonder Woman an Batman. Ich habe Superman gefunden, aber es gibt ein neues Problem. Wir haben Green Lantern verloren. Oh. Der Ring hat mich auf die Heimatwelt der Wächter des Universums gebracht. Aber warum? Zwei Universen kollidieren. Deine Midlanterns tun anderswo ihr Möglichstes, um die Krise zu bekämpfen. Das würde Captain Marvels Angriff erklären. Was immer auf der Erde passiert, muss ihn mehr beeinflussen als uns andere. Ich muss zurück auf die Erde. Ja, das musst du. Lex Luthor und Catwoman? Wie? Lex und ich waren in der unterirdischen Basis der Invasoren gefangen. Ihre Sicherheitsmaßnahmen waren lächerlicher als die des Museums von Gotham. Wir konnten mittels ihrer Portaltechnologie entkommen. Ich hatte sie für einen Transport nach Metropolis eingestellt. Aber durch eine Fehlfunktion sind wir wohl hier gelandet. Jetzt weiß ich, dass wir alle zurück auf die Erde müssen, wenn er darin verwickelt ist. Typisch. Du bist auch nicht besser als Superman. Das Universum zerfällt und ihr Helden konzentriert euch auf Nebensächlichkeiten. All die Macht in seinem Ring. Und wie setzt er ihn ein? Große Hämmer, Züge und idiotische Tiere. Was ist los mit dir, Lex? Seine Augen, wie bei Captain Marvel. Dir fehlte es schon immer an Fantasie, Green Lantern. Jemand wie ich sollte den Ring besitzen. Nur über meine Leiche, Lex. Genauso mag ich es. Round 1. Fight. Ja. Närrische Zeitverschwendung. Das Verschmelzen der Welten verseucht die Galaxis. Infiziert uns mit der Wut. Momentan können wir sie hier auf Oa kontrollieren. Aber ohne Gegenmaßnahmen wird sie sich über die Universen verbreiten. Dann werden wir sie aufhalten. Wenn es mit dieser Geschwindigkeit weitergeht, werden alle Energien neu verteilt und verdorben. Kein Lantern-Ring wird unbeeinflusst oder intakt bleiben. Und kein Wesen in der Galaxis kann entkommen. Keines der Universen wird überleben. Warum passiert das? Wir sind nicht ganz sicher, aber offensichtlich hatte die Anomalie im Augenblick von Darkseids Niederlage ihren Ursprung auf der Erde. Weißt du etwas darüber, Lex? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Lex Luthor eine solche Zerstörung kosmischen Ausmaßes verursachen könnte. Ihr müsst auf der Erde zusammenarbeiten, um die Quelle der Störung zu finden und zu zerstören, bevor die Verschmelzung abgeschlossen ist. Wir haben wohl keine Wahl. Keine Angst, Hübscher. Wir beißen nicht. Jedenfalls nicht fest. Raumsektor 2814 steht unter deinem Schutz. Wir können keine anderen Lanterns zur Unterstützung abstellen. Lade deinen Ring auf und mach dich auf den Rückweg. Wir haben nicht viel Zeit. Das ist schon besser. Also, was ist, du Held? Arbeiten wir zusammen oder muss ich die Welt an deiner Stelle retten?
Vergiss nicht, dass ich dir nicht traue, Luther. Beruht auf Gegenseitigkeit. Ah, der Kommunikator. Ich muss dich jetzt allein lassen. An deiner Stelle würde ich ihm nicht den Rücken zukehren. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Idiot. Trautesheim. Naja, zumindest bis Darkseid kam. Daran bist du selbst schuld, Lex. Wie ich hörte, hast du Darkseid unterstützt. Ich wähle niemals die Seiten, sondern immer nur das kleinere von zwei Übeln. Superman könnte mich höchstens den Behörden übergeben. Darkseid wiederum würde alles zerstören. Da gab es nicht viel zu wählen. Und so sieht es auch jetzt aus. Wie lautet der Plan? Er ist ganz einfach. Wir müssen einen Weg finden, die Lage zu unserem Vorteil zu nutzen. Wonder Woman, hier Green Lantern. Was ist los? Ich will dir sagen, was los ist, Green Lantern. Wer bist du? Jax ist der Name. Und nach dieser kurzen Vorstellung werden wir euch ausschalten. Round one. Fight! Sonja bleibt an Spezialeinheit. Jax wurde ausgeschaltet. Lass das lieber. Die Dinge haben sich seit unserer letzten Begegnung geändert. Nachricht erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Negativ, negativ. Ich kann das allein regeln. Diesmal nicht! Round 1. Fight! Lantern, bin froh, dich zu sehen. Hey, Captain, wie geht's? Ich werde dich nicht angreifen, Green Lantern. Ich glaube, ich habe die Wut endlich unter Kontrolle. Das liegt alles an dem anderen Universum, das mit unserem verschmelzen will. Seine Energie erzeugt diese schreckliche Wut. Man will einfach nur zuschlagen. Das haben die Wächter auch erzählt. Wie bist du darauf gekommen? Ihre Aliengötter beeinflussen meine Kräfte und infizieren mich mit ihrer Kampfeswut.
Klasse. Unkontrollierbare magische Kräfte von Alien-Göttern. Das macht dich zu einem Risiko für dich und uns. Niemand ist vor der Wut sicher, solange sie nicht aufgehalten wird. Ich muss zurück zum Fels der Ewigkeit, um den Göttern näher zu sein und zu erfahren, wie wir diese Kampfeswut besiegen können. Es muss einen Weg geben. Viel Glück, Captain. Zauberer! Ich brauche deine Hilfe! Hier gibt es keine Zauberer oder Hexenmeister. Dies ist nicht dein Ort. Hör mir zu! Deine Anwesenheit hier bedeutet eine große Gefahr für meine Welt. Du gehörst hier nicht her. Ich bin Raiden, Gott des Donners. Ätherkräfte durchfluten diesen Raum. Und doch ist er fremd. Was ist der Zweck dieses Ortes? Dies ist ein Fokuspunkt zwischen den Reichen von Göttern und Menschen. Die Götter geben mir ihre Kräfte. Welche Götter? Bitte, ich verliere die Kontrolle. Du verdirbst diesen Ort. Du musst weg. Ich sorge dafür. Sofort! Round 1. Fight! Sich auf. Aber für wie lange? Ihre Götter zieht es hierher. Ich muss... Sie aufhalten, Billy Batson. Zauberer! Dies ist erst der Anfang. Du musst Darkhan aufhalten. Ist das Darkseid? Darkseids Essenz wurde mit böser Magie aus dem anderen Reich vermischt. Dieses neue Wesen namens Darkhan ist der Fokuspunkt, an dem sich beide Universen mischen. Seine Existenz wird diese Welt in einen Nexus des Bösen verwandeln. Wenn die Verbindung zwischen den Universen nicht aufgehoben und Darkseid befreit wird, wird sich die Wut ausbreiten und uns alle verschlingen. Ihr müsst eine Armee aus Dunkelheit und Licht zusammenstellen und den Champion finden, der Darkseid in der Vergangenheit besiegt hat. Also müssen wir Superman finden. Superman antwortet nicht auf meine Rufe. Wonder Woman sagt, dass seine Kräfte von der anderen Welt ebenso beeinflusst wurden wie meine. Aber er ist der Champion, den die Erde braucht. Und nun wirst du das gleiche Schicksal erleiden! Get over here! Dieser Ort, dieses Böse. Schmeichelei hilft dir nicht. Dieses lächerliche Wesen riecht nach den Göttern. Ich will die Kraft, die es besitzt. Wir sind euer Tod. Selbst wenn eure Welt die meine vergiftet, so leicht erledigt ihr Captain Marvel nicht. Fight! Round 1. Fight! Fight!
treffen! Gewinnt? Erledige ihn! Nein, ich töte nicht! Du enttäuscht mich. Und doch ist deine Beherrschung des Übernatürlichen außergewöhnlich. Dieser Wahnsinn darf meine Welt nicht zerstören. Ich habe deinen Champion besiegt, also bring mich wieder nach Metropolis! Deine Herausforderung ist noch nicht vorbei. Mal sehen, wie du gegen Barakas zornige Klingen bestehst. Round one. Fight! Beeindruckend. Du hättest dich gut in meinem Turnier gemacht. Doch ich fürchte, du hättest es nie zum Champion des Mortal Kombat gebracht. Denn am Ende ist dein Gegner Shang Tsung. Round one. Fight! Yeah!
genug der Spiele, Shang Tsung. Ich habe dich und deine Dämonen geschlagen. Jetzt schick mich wieder zurück, bevor ich erneut der Kampfeswut erliege. Wie du willst. Quan Chi sagte, dass Netherrealm ihn aufsaugen würde, aber selbst hier konnten wir ihn nicht besiegen. Wie können wir einen solchen Gegner besiegen? Wir müssen zurück zu Quan Chi. Vielleicht weiß er die Antwort. Gute Arbeit, Captain Marvel. Endlich unternimmt ein Held mal etwas gegen die Invasoren. Hast du gewonnen. Was machen du und deine kriminellen Kumpel Luther? Im Gegensatz zur Strumpfhosen-Fraktion versuche ich, den Planeten zu retten. Können wir ihn jetzt töten? Vergiss es, Joker. Superman. Du solltest doch im Gefängnis sein, Luther. Die Beweise waren zu schwach. Das solltest du doch gewohnt sein. Aber der Versuch war nett. Locker, Leute. Behalten wir doch den Preis im Auge. Catwoman hat recht. Ich weiß, gegen wen wir kämpfen. Unser Gegner heißt Dark Khan. Khan! Khan! Ruhe, oder ich schlitz dich auf. Darkseids Energie ist mit Energie aus dem anderen Universum verschmolzen. Allein die Existenz von Dark Khan reicht, um beide Universen kollidieren zu lassen. Das erklärt die Angriffe auf mich und die anderen. Und die seltsamen Schwankungen unserer Kräfte. Du warst es, dein Hitzeblick. Du hast Darkseids Schallröhre zerstört und ihn in ein anderes Universum geschleudert. Alles ist deine Schuld! Du beschuldigst mich? Du hast doch Darkseid bei der Invasion der Erde geholfen. Kämpft! 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 Jetzt beruhigt euch beide mal! Die Kampfeswut hat euch erwischt! Was hat uns erwischt? Die dunklen Energien der Welt vermischen sich. Wir dürfen uns nicht gegenseitig bekämpfen. Wir müssen auf der Suche nach Dark Khan zusammenarbeiten. Ich habe noch ein paar Leben übrig. Wie finden wir diesen Dark Khan? Wenn Dark Khan aus Darkseids Energie besteht, könnte er sich vielleicht auf Apocalypse aufhalten. Ich weiß, wo wir Zugang zu einem Portal von Dark Khan haben. Ich hatte es bei meiner Flucht mit Catwoman benutzt. Wenn uns ihr Portal nach Oa bringen kann, bringt es uns auch nach Apocalypse. Deathstroke, du sicherst mit Joker das Portal. Dieses Gerät führt euch zur Basis. Meldet euch, wenn ihr Erfolg hattet. Ich soll mit ihm eine gegnerische Basis angreifen? Komm schon, wir töten Dinge, sprengen was in die Luft. Das wird ein Mordspaß. Catwoman, du begleitest mich. In einer Stadt voller Krimineller kann man nie genug Schutz haben. Superman und Captain Marvel, ihr sammelt eure Heldenfreunde und wartet auf mein Zeichen. In Ordnung, Lex. Ich vertraue dir. Vorerst. Ihr kümmert euch um die Portale. Ich gehe zur Festung der Einsamkeit und trage alles zusammen, was ich über Darkseid weiß. Und getötet wird nicht. Wehe, ich erfahre so etwas. Das ist der Ort, aber hier ist keine Basis. Und dabei wollte ich hier doch so gerne jemanden umbringen. Du magst mich nicht sonderlich, oder? Tut das irgendwer? Da drüben. Sie müssen der Ursprung der Übertragung sein. Dann kommen wir doch mal zum Geschäftlichen, Schätzchen. In Ordnung, Joker. Jetzt hast du die Gelegenheit, jemanden umzubringen, wenn du es schaffst. Hübsche Blumen für die hübsche Dame, gefällig? Komm mir nicht zu nahe, du. Mein Armbandportal. Ich hab doch auf die Augen gezählt. Danke, dass ihr uns zu eurem Hauptquartier gebracht habt. Wir wären an einigen Technologien interessiert. Ist das irgendein Trick? Er hat den Teleporter beschädigt. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aber darum kümmern wir uns später. Du übernimmst den Ninja, ich den Clown. Was soll ich sagen? Die Damen haben eine Schwäche für mich. Oh, du schlägst ja gar nicht wie ein Mädchen. Können wir noch mal drüber reden? Round one. Fight! Put her there! Ah!
Scorpion hands. Round two, fight! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Natürlich habe ich gewonnen! Seit wann kannst du kämpfen? Sie ist einfach. Vor mir solltest du Angst haben. Ich habe niemals Angst. Du bist gut, aber dir fehlt Disziplin. Bitte lass mich ihn disziplinieren! Joker, was zum... Zur Seite, Deathstroke! Hoffentlich bist du eine größere Herausforderung als dieses Blondchen! Denn dieser Joker ist ein Ass! Round 1. Fight! Put it in! Müssen. Was ist los, Joker? Keine Ahnung! Ist mir auch egal! Das Teleportationsgerät dieser Frau sollte uns nach Apokolips bringen. Ich glaube, ich kann es reaktivieren. Perfekt! Bringen wir das zu Luther. Zur Hölle mit dem Glatzkopf! Was ist mit deinen Augen los? Er hat wohl vergessen, dir zwei Dinge zu verraten! Das Schicksal der Welt ist mir egal. Und ich bin kein guter Teamspieler. Round 1. Fight! Joker wins.
bist mir aber ein Assassine von Weltklasse. Ich bin unbesiegbar, unaufhaltsam. Ich könnte sogar Batman töten. Also gut, Joker. Du wolltest mich. Hier bin ich. Naja, wenn das nicht Batman ist. Dieses Weglaufen von vorhin tut mir wirklich leid. Das war unhöflich. Aber vielleicht freut dich ja das. Ich laufe nicht mehr weg. Ich weiß, dass du einen Trick im Ärmel hast. Also in diesem Ärmel ist nichts. Und in diesem auch nicht. Für sowas habe ich keine Zeit. Nimm dir die Zeit. Nur für mich. Round 1. Fight. Gib mir mal. Geschafft! Ich habe Batman geschlagen! Sieger! Sieger! Noch Sieger! Nicht, Sieger! Joker! Jetzt ist aber Schluss. Kein Bewusstsein, keine Wut. Luther, hier Batman. Dein Team hat versagt. Joker wurde der Planetenverschmelzung ausgesetzt und die Kraft ist ihm zu Kopf gestiegen. Du hättest den Clown nicht mit einer so wichtigen Mission betrauen sollen. Batman, ich habe die beiden Psychoten als Ablenkung benutzt. Catwoman und ich sind dem Portal noch immer auf der Spur. Du solltest hierbei besser auf unserer Seite sein, Luther. Ansonsten müssten wir noch ein sehr ernstes Gespräch führen. Batman kann so nerven. Wem sagst du das? Ach ja, Lex. Ich spiele für niemanden Leibwächter. Und für dich schon gar nicht. Ist schon klar. Du kennst die gegnerische Basis und kannst ihre Verteidigung ausschalten. Sobald ich habe, was ich brauche, rufe ich die sogenannten Helden, damit sie Dark Khan für mich erledigen. Und du kannst... Lex, wir haben Gesellschaft. Noch mehr Eindringlinge! Ihre Seelen sind verloren. Unsere Seelen verloren? Bei diesem Ninja-Pathos kräuseln sich mir immer die Zehennägel. Wir haben keine Zeit für solchen Unsinn. Fight! Round 1. Fight! Oh!
einer erledigt. Let's hinter dir. Du musst dich schon etwas mehr anstrengen. Round one. Fight. Moment lang war ich nicht sicher, auf welcher Seite du stehst. Wer weiß das schon? Gehen wir. Hier ist es. Stell dir nur vor, was ich dank sofortiger Reise an jeden Ort so alles erreichen könnte. Ich werde ihre Pläne herunterladen. Und inzwischen werde ich mich etwas umsehen. Erstaunlich. Das ist fortschrittlicher, als ich dachte. Hier, Luther. Ich übertrage die Portaltechnologie auf die LexCorp-Server. Damit werde ich LexCorp wieder aufbauen. Und niemand wird mich aufhalten. Irrtum. Jax. Ich dachte, ich hätte dich eingesperrt. Noch einmal entkommst du mir nicht. Ich habe eure Portaltechnologie bewundert. Sie wird mir sehr von Nutzen sein. Nur über meine Leiche. Wenn du drauf bestehst. Round 1. Fight! Sind faszinierend, insbesondere die Muskelnachbildung. Vielleicht nehme ich sie mit. Loser! Flash, was hast du mit Catwoman gemacht? Ist das nicht offensichtlich? Sie ist kriminell, genau wie du! Du bist nicht auf dem Laufenden. Wir kämpfen auf derselben Seite. Halt den Mund, Loser! Ich mach dich fertig! Round 1. Fight! No!
Wir haben deine Nachricht erhalten. Machen wir der Sache ein Ende. Bring uns nach Apokolips. Hier ist dein Schoßclown. Autsch! Würde ihn bitte jemand für mich töten? Zurück, du Clown. Joker und Flash sind infiziert. Wir können ihnen nicht trauen. Wir sind alle infiziert, Batman. Dieses Risiko müssen wir eingehen. Keine Sorge, Batman. Mein Kampf mit Luther hat mich von dieser Kampfwut oder was auch immer befreit. Falls die Herren nun mit der Zeitverschwendung fertig sind, wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Öffne das Portal, Luther. Bring uns nach Apokolips. Oh ja, wir fahren alle zur Hölle. Und wenn du nicht brav bist, lassen wir dich doch zurück. Irgendwas stimmt hier eindeutig nicht. Mir gefällt es. Das war klar. Das erwartet die Erde, wenn wir Darkhan nicht aufhalten. Das Zusammenfügen zweier Universen wird letztendlich beide zerstören. Ein Portal. Darkhan weiß, dass wir hier sind. Er hetzt uns seine Truppen auf den Hals. Ist mir recht. Löschen wir sie aus. Wartet. Vielleicht stehen sie auch nicht auf der Seite von Darkhan. Ist doch egal. Sie wollten mich umbringen. Lasst mich mit ihnen reden. Ich bin Superman. Wir müssen wissen, was ihr vorhabt. Ich bin Raiden, Gott des Donners. Mich begleiten die mächtigsten Krieger aller Reiche. Wir fordern euch heraus zum Mortal Kombat. Ihr werdet unterliegen. Da wäre ich nicht so sicher, Raiden. Wenn ihr kämpfen wollt, meine Freunde und ich nehmen die Herausforderung an. Was ist Captain Marvel? Dort! In der Ferne! Ich kann ihn spüren! Darkhan! Schurken. Du bist ein Schurke, Lex. Diesmal nicht. Diesmal hast du die Welt ruiniert. Meine Welt und alle meine Pläne. Dafür wirst du bezahlen. Round 1. Fight.
Superman wins. Round two. Fight! Superman, halt! Zurück! Du stehst unter dem Einfluss der Kampfeswut, du musst dagegen ankämpfen. Meine Kräfte kehren endlich zu voller Stärke zurück. Und das wird dein Ende sein, Luther. Ich werde dich endgültig erledigen. Wenn du nicht dagegen ankämpfst, muss ich dir eben Vernunft einprügeln. Round 1. Fight! Superman! Clark, ich weiß, dass du mich hören kannst. Sieh dich an, sieh, was du tust. Du willst mich umbringen. Bleib unten, oder ich? Wenn wir hier verlieren, wenn du gegen die Wut verlierst, dann ist die Erde dem Untergang geweiht. Ich werde nicht aufgeben. Ich gebe niemals auf und du auch nicht. Ich höre dich. Du hast recht. Es war mein Fehler, der dieses Ding erschuf. Ich muss es aufhalten. Nicht allein. Darkseid allein hat dich schon fast umgebracht. Dieses Kahnwesen ist viel zu mächtig. Danke, Bruce. Exklusiver Bursche. Viel Glück. Fehler zu korrigieren. Du wirst mich nicht aufhalten. Superman. Raiden. Deine restlichen Truppen wurden geschlagen. So wie deine. Niemand hat gesiegt. Dann hängt jetzt alles von uns ab. Das freut mich. Round 1.
Fight! Gemeinsamen Feind. Und ein gemeinsames Ziel. Steht auf! Die Schlacht ist noch nicht vorbei! Los, Feind! Gib der Wut nicht nach, Raiden! Du kannst sie überwinden! Los, bündeln wir unsere Kräfte. Was soll das werden? Wenn wir gemeinsam kämpfen, können wir seine eigene Energie gegen ihn richten. Klingt wie ein Plan. Ob gegeneinander oder gegen mich, ganz egal wie. Halt! Round 1. Fight! Thank you.
Fight! Er ist fort. Die anderen sind auch verschwunden. Die Wut, sie ist weg. Was ist das für ein Ort? Darkseids Thronsaal. Die beiden Universen müssen sich getrennt haben. Alles ist wieder normal. Du bist nicht Darkseid. Ich bin Shao Kahn und ihr werdet euch vor mir verneigen!